Is it good to be a woman? Is it good to be a man? Is it good to be a woman? Is it good to be a man? Wir sind in Berlin im Brautmodenladen Kruus. Brautmode und der Sus. Ich mache nämlich Recherche für mein neues Buch Für immer und ledig. Die Heldin, Tilly, möchte nämlich dringend heiraten. Seit meine Heldin, Tilly, seit sie klein ist, liebt sie Brautkleider. Und sie lässt keine Gelegenheit aus, in Brautmodeläden zu gehen oder sich diese Kataloge, es gibt da so wunderbare Kataloge, es gibt da mit unheimlichen Brautkleidern. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Modelle gibt. Und Tilly weiß das natürlich alles. Also Tilly ist die totale Expertin, was Brautmoden angeht. Und das musste ich mir natürlich dann, wie gesagt, selber mal angucken, weil ich bin noch lange nicht so eine Expertin wie Tilly. Den richtigen Mann hat sie. Mit dem hat sie auch schon eine sehr heiße Nacht hinter sich. Das Problem ist nur, er ist verlobt. Und das nächste Problem ist, er ist mit ihrer Schwester verlobt. Ihre Schwester möchte, dass Tilly ihr als Brautjungfer zur Seite steht. Das heißt, sie muss mit ihrer Schwester tatsächlich in einen Laden wie diesen gehen, um ein Brautkleid auszusuchen, und es wird nicht für ihre eigene Hochzeit sein. Und sie wollte immer vor ihrer Schwester heiraten. Sie dachte immer, ihre Schwester wird nie heiraten. Und jetzt hat sie eben das Dilemma, helfe ich meiner Schwester, suche ich ihr ein Brautkleid raus oder setze ich alles dran, um diese Hochzeit zu verhindern und selber vom Altar zu stehen. Tilly ist gelernte Konzertpianistin. Sie hat die ganze Ausbildung gemacht. Aber sie hat danach nochmal einen Aufbaustudiengang zur Chorrepetitorin. Das ist ein schweres Wort, was habe ich mir da ausgedacht? Zur Chorrepetitorin gemacht. Eine Chorrepetitorin, bevor mich jemand fragt, übernimmt den Orchesterpart bei Proben, zum Beispiel für Opern oder Operetten. Ja, das ist eine lustige Geschichte. Tilly fand sie, glaube ich, nicht so lustig. Sie sucht nach ihrem Verlobten. Sie ist an der Staatsoper, sie sucht ihn in seiner Garderobe, nimmt die Abkürzung durch den Orchestergraben und erwischt ihn dort in flagranti mit der zweiten Geige bei sehr eindeutigen, nicht musikalischen Tätigkeiten. Es gibt noch einen ganz besonderen Kampf, den Tilly kämpfen muss. Das besetzte Haus, in dem sie ihren Proberaum hat, soll abgerissen werden, und sie setzt alles dran, damit genau das nicht passiert.